Hey Leute, what's up? Ich bin's Colin, euer Tech News mit eurem Technikkanal hier auf YouTube. Wieder mal mit einer neuen Folge von Tech News. Also bleibt dran! Fangen wir heute mal wieder mit Windows 8 an. Die ersten Zahlen sind endlich draußen und im ersten Monat wurde Windows 8 um die 40 Millionen Mal verkauft. Wer mit dieser Zahl genauso wenig anfangen kann wie ich, dem sei gesagt, dass Windows 7 und Windows Vista weniger Verkäufe in der gleichen Zeit hatten. Und es ist rausgekommen, dass Microsoft scheinbar eine ähnliche Update-Politik verfolgen will wie Apple auch schon. Das bedeutet, dass die Updates kleiner ausfallen und öfters rausgehauen werden, aber dafür auch weniger kosten. Ich finde das einerseits ganz gut, da man vielleicht einige Versionen überspringen könnte. Sagen wir mal, Windows 8.1 hat relativ wenig neue Features und 8.2 sollte man sich dann wieder kaufen, vorausgesetzt, dass man dann wirklich die 8.1 auch überspringen kann, dass man nicht jedes nacheinander kaufen muss. Andererseits kommt es natürlich extremst auf den Preis an, wie teuer diese Updates verkauft werden. Vielleicht sollen sie nämlich sogar kostenlos sein. Wie findet ihr diese Update-Politik? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Die Verkaufszahlen für Windows 8 habe ich ja eben schon mal besprochen, dass sie relativ hoch sind. Die Microsoft Surface-Verkaufszahlen werden aber immer noch nicht bekannt gegeben. Ich habe keine Ahnung, was der Grund dahinter ist, aber ab Januar 2013 sollen auch die Surface Pro Tabs da sein. Das heißt, die normalen Windows 8 Tablets mit einem Intel Core i5 eingebaut. Doch ich kann mir nicht unbedingt eine blumige Zukunft für die Teile ausmalen, denn das billigste Modell kostet 899 US-Dollar und hat nur 64 GB Speicher. Und das bezieht sich wirklich nur auf das Tablet, das heißt, da ist noch kein Cover dabei, also kein Touch-Cover oder Type-Cover oder wie die Dinger heißen. Also ich persönlich würde da lieber noch ein klitzekleines bisschen warten, einfach bis die nächsten Intel Atom-Prozessoren draußen sind oder auch die AMD-Pendants dazu und dann würde ich mir einfach ein Tablet kaufen, das auf den Dingern basiert. Denn dann könnte man unter Umständen für die Hälfte des Geldes ein ähnliches Tablet bekommen. Und diese Prozessoren verbrauchen natürlich auch weniger Strom als so ein Core i5. Dann kommen wir nämlich auch zur Akkulaufzeit des Surface Pro. Die soll ungefähr halb so lang ausfallen wie die vom Surface RT. Was mal so runtergerechnet auf dem Papier ca. 4-5 Stunden Laufzeit verspricht, in der Praxis dann wahrscheinlich eher 2-3 Stunden Laufzeit und das ist nichts. Denn ich finde, ein Tablet ist eindeutig eher für unterwegs gedacht und nicht unbedingt, um zu Hause die ganze Zeit am Strom zu hängen. Ach ja, und dann hat Microsoft noch die Anti-Google-Kampagne Scroogled gestartet. Die wirft Google unter anderem vor, werbefinanzierte Beiträge natürlich weiter oben zu platzieren als andere. Wer jetzt denkt, ja, das ist doch schon immer so und auch nicht schlimm, aber es handelt sich hier um die Shopping-Ergebnisse. Und da ist es schon ein bisschen doof, wenn das teurere Modell weiter oben steht, nur weil es mehr bezahlt hat für die Werbung. Wobei schlaue Leute natürlich nicht immer gleich den ersten Treffer anklicken, sondern auch vergleichen. Ach ja, und weiter heißt natürlich in der Kampagne, dass man stattdessen lieber Bing verwenden solle, weil das natürlich viel besser ist. Um gleich mal bei den Suchmaschinen zu bleiben, solltet ihr euch unbedingt über das Leistungsschutzrecht informieren. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Semper-Video, die da ein sehr gutes Video dazu gemacht haben. Um mal ganz kurz vorneweg zu nehmen, worum es überhaupt geht, es geht darum, dass Suchmaschinen dafür zahlen sollen, wenn sie quasi Nachrichten von Printmedien übernehmen oder irgendeiner anderen Seite. Da Google aber garantiert dafür nicht zahlen würde, würde es mehr oder weniger eine Zensur des Internets bewirken. Aber bildet euch eure eigene Meinung und schaut das Video unbedingt an, denn es geht um die Zukunft des Internets. Und weiter geht's mit der Nintendo Wii U, die ja am 30. auch in Deutschland gestartet ist. Da liegen natürlich auch schon die ersten Zahlen vor. In der ersten Woche hat sich das Ding 400.000 Mal verkauft. Und wer jetzt denkt, so viel ist das ja gar nicht, die Wii 1 hatte damals 600.000 in der ersten Woche. Der hat natürlich einerseits recht, die Wii 1 hatte mehr, aber in Amerika ist die Wii U scheinbar überall ausverkauft. Wie findet ihr die Wii U? Wollt ihr sie oder wolltet ihr sie eher nicht? Schreibt's in die Kommentare. Ach ja, und dann hat Nintendo noch einen Hammer rausgehauen. In Kanada startet nämlich am 7. Dezember die Wii Mini. Das ist quasi eine klassische Wii, die ein kleines bisschen abgespeckt wurde und nochmal neu verkauft wird. Bisher kommt das Ding aber scheinbar nur in Kanada und nicht in anderen Ländern. Wie weit es ausgebreitet wird, weiß ich nicht. Doch ein paar Abstriche muss man scheinbar auch mitnehmen. Das Ding kann nämlich nicht ins Internet und es kann keine GameCube-Titel wiedergeben. Wobei ich gar nicht wusste, dass die Wii überhaupt GameCube-Titel wiedergeben kann, denn normalerweise vertragen sie hier diese kleinen Discs mit dem Slot-In-Laufwerken der Wii nicht so gut. Aber wie auch immer, ich habe keine Wii, ich kenne mich da nicht ganz so gut aus. Aber scheinbar funktioniert das Teil nicht mal mit allen normalen Wii-Titeln. Ich habe nämlich irgendwo auf der Website gelesen, dass es mit fast allen Wii-Titeln funktioniert und zwar mit über 1600. Inwiefern das gemeint ist, weiß ich nicht ganz so genau. Guckt euch einfach mal, unten in der Beschreibung ist ein Link dazu, guckt euch mal die Seite dazu an. Denn der Hammer ist eindeutig der Preis. Für 99 Dollar geht das Ding raus, was umgerechnet ca. 77 Euro sind. Das ist schon sehr günstig. Und zuletzt noch ein klitzekleines bisschen zum Thema Facebook.
Nachdem am Anfang von Facebook den Mitarbeitern die iPhones quasi hinterhergeworfen wurden, damit sie quasi gute Apps dafür schreiben, werden ihnen jetzt Android-Geräte hinterhergeworfen. Das soll natürlich dafür gut sein, dass die Android-App endlich auch besser wird und ich finde die nämlich echt schlecht. Ich meine, manche Bilder laden nicht, das Laden braucht allgemein ewig. Aber es gibt noch andere Fehler und ich finde einfach, dass die Facebook-App auf Android zu den eher schlechten Apps zählt und das im Vergleich zu ihrer Größe ist schon echt heftig. Aber warum gibt es da nicht getrennte Teams? Also die einen machen die iOS-Version, die anderen die Android-Version, wieder welche andere die Windows Phone-Version. Das wäre doch sinnvoll. Alle, die Android mögen, machen die Android-Version, alle, die iOS mögen, machen die iOS-Version. Ja, und ich weiß, Windows Phone mögen auch welche. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass von nun an nur noch gute Updates rausgehauen werden. Das war's auch schon wieder für heute. Es würde mich echt freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten gibst und dieses Video natürlich kommentierst, was du gerade denkst, wie du mich findest, überhaupt einfach alles. Abonnieren nicht vergessen, um immer auf dem neuesten Stand zum Thema Technik zu bleiben. Ich bin's Colin, euer Herr Tech News. Ciao! Hey Leute, what? Fuck. Fangen wir heute mal wieder mit Windows 8 an. Und zwar ist es rausgekommen, dass Microsoft scheinbar wie... Scheiße. Das billigste Gerät mit 64 GB Arbeitsspeicher. Ja, 64 GB Arbeitsspeicher, das wäre doch mal was. In einem Tablet. Tablet? Denn die Akkulaufzeit vom Surface... Und weiter geht's natürlich wieder mit der Wii U, die ja neulich auch in Stuttgart gestartet ist. Ja klar. Wie du. Aha. Die iPhones hinterhergeworfen sind, wurden.